Hey Leute, Leute, die mir jetzt gerade zuschauen, kennen mich wahrscheinlich durch mein Leroy-Video, mein Update-Video und haben dieses Thema übergewichtig sein, Adipositas zu haben, oberflächlich behandelt und wollten mich einfach unterstützen, so schnell wie möglich Gewicht zu verlieren, ohne zu wissen, dass es eine Essstörung ist in sehr vielen Fällen und umso übergewichtiger du bist, da psychische Faktoren eine Rolle spielen. Und ich habe euch das ja von Video zu Video klar gemacht und bin ehrlich geworden. Und da haben viele das Interesse verloren. Es ist nicht unterhaltsam. Ach, da sind keine Videos am Start, die mich unterhalten, die mich zum Lachen bringen, die gut aufgebaut sind. Und ja, da lasse ich mich jetzt nicht drauf ein. Okay. Aber meine Verletzlichkeit, meine Thematik mit diesem Gewicht wurde mir auch wirklich sehr, sehr bewusst, indem ich dieses Angebot angenommen habe, dieses ja, schmerzhafte Thema in die Öffentlichkeit getragen habe und diesen YouTube-Kanal gestartet habe und eure Kommentare gelesen habe. Da wusste ich immer mehr, was mit mir abgeht, was los ist und dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass man so offen und ehrlich über dieses Gewicht redet. Ich will einfach nur sagen, kann sein, dass die Abonnenten flöten gegangen sind, auch die Zuschauerzahl und die Kommentare, aber für mich selber bin ich wie soll ich sagen, in einem Zustand gekommen, wo ich sage, ich erkenne immer mehr, was los ist mit mir. Und nur so kann ich das ändern. Und ich danke euch für jedes Kommentar, das mir vielleicht nicht gefallen hat, aber mir die Augen geöffnet hat. Ich danke euch für eure Resonanz und ich danke euch für all das, was ihr macht. Dieses Projekt war einfach das Beste, was ich machen konnte. Erst einmal habe ich mir so gedacht, nein, viele Leute erkennen nicht, was du machen möchtest, wollen nur Erfolge sehen, wollen nur Sporteinheiten sehen. Ja, mit Sascha Huber die Aktion, fitnesstechnisch, Gewichtsabnahme und dies und das, das ist im Vordergrund gerückt. Und die Absage haben mir viele wirklich nicht ernst, haben mir viele angekreidet und wirklich nicht ernst gesehen, was da abgeht. Aber es ist meine Rettung, all das ist meine Rettung. Und ich danke euch für all das, weil es gibt so viele Leute, die nicht wissen, was mit ihnen passiert, die sich da externe Hilfe suchen, sich den Magen verkleinern lassen und sich für das schämen, was sie sind und niemals ihre inneren Dämonen bekämpfen werden, niemals da rauskommen, niemals. Und da bin ich froh, an diesem Punkt zu kommen und an diesem Punkt zu sein. Und ich glaube wie ein Besessener daran. Und das wird immer so bleiben. Und ich sage euch, es wird zur Heilung folgen, wenn man mich lässt. Wird es zu 100% zur Heilung folgen. Ciao.